Matthias Hüppi, morgen geht es los gegen GC. Die lassen wir runter, oder? Das wird sich dann weisen. Es wäre nicht schlecht, wenn wir es runterlassen. Weil im Moment ist jeder Punkt extrem wichtig. Für die Region, wo wir uns befinden, zum Glück mit der Mannschaft. Riesen Kompliment, dass es überhaupt jetzt zu dieser Konstellation kommt. Aber es ist klar, GC muss punkten und Zürich auch, damit wir mit einer möglichst guten Ausgangslage nachher in die weiteren Matches hineinkommen. Das ist extrem wichtig. Jetzt haben wir ja mit dem Alain Sutter eigentlich ein GC-Urgestein. Gibt es da manchmal zwischen euch die eine oder andere Stichelei? Nein, er ist einer, der seine Vergangenheit als Fußballer ziemlich konsequent abgeleitet hat und diesen Zeiten auch nicht mehr gross nachträumt, obwohl es für ihn extrem wichtig war. Er war damals der erste Schweizer Fußballlehrling, wenn man so will. Und als ganz junger Berner Giel auf Zürich gekommen. Und natürlich hat er Erinnerungen, oder? Aber die hat er heute als FC St. Gallen Sportchef schon weiter weg. Jetzt ist er total grün-weiss. Also kein GC-Schal versteckt unter dem FC St. Gallen Anzug? Tot sicher nicht, nein. Was ist denn Ihr schönste GC-FCSG-Erlebnis? Gibt es da eins, das gerade raussticht? Ja, es sind ja immer Matches, wo man, also wenn man jetzt an die Espenmoos-Zeiten zurückdenkt, ist der FC St. Gallen eigentlich ausser im Meisterjahr und das Jahr darauf der Underdog in dem Match gegen GC. Und dann die Egli hat mir immer gesagt, weißt, wenn wir mit dem Gar Richtung Espenmoos gefahren sind, dann haben beide schon geschlattert, wenn wir ausgestiegen sind, weil wir haben gespürt, was da vibriert. Da geht etwas ab, da ist Publikum. Und GC ist sich das nicht gewöhnt, oder? Weil die haben ja relativ wenig Publikum. Es könnte gut möglich sein, dass man mal mehr St. Galler und Ostschweizer im letzten Grund haben als Zürcher. Das wäre mir natürlich noch so recht. Aber das sind so die GC-Erinnerungen. Und natürlich auch der Marcel Koller als Meistertrainer von uns, der eine grosse GC-Vergangenheit hatte als Spieler, dann später ja auch noch als Coach. Das verbinde ich eigentlich in erster Linie mit GC. Ja, apropos Zuschauerzahlen, der GC kann ja eigentlich nur träumen von diesen Zuschauerzahlen, die wir haben. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Was meinst du, was steckt da dahinter? Also einerseits ist es sicher auch die Situation, die sportlich von der Mannschaft, das ist ganz klar. Der beste Werbeträger ist die Mannschaft, respektive die Art und Weise, wie sie spielt. Aber ich glaube doch auch, dass die Leute wieder Vertrauen geschöpft haben zum FC St. Gallen. Die Vertrauensbasis wird immer stärker. Und wir haben mit diesen 17.500 Zuschauern am Sonntag wirklich ein Stück weit schon mal das Ziel erreicht. Also wir wollen die Menschen begeistern, sie wieder zurückholen in unseren Kibum-Park. Und das soll auch so bleiben, wenn man einmal zwei Matches oder so hintereinander verloren hat. Das kann ja auch passieren, oder? Und ich glaube einfach, dass wir da auf einem guten Weg sind und das Publikum wieder mit Freude auch ins Stadion kommt. Zum Schluss noch etwas, etwas Kurioses. Uns ist nämlich aufgefallen, dass der Tranquillo Barnetta krank ist momentan und lustigerweise passiert das immer während der Olma und während der Offa. Was steckt da dahinter? Da habe ich keine Ahnung, da müsstest du ihn selber fragen. Da bin ich nicht richtig auskommt. Aber er lebt sicher seriös und konzentriert sich voll auf seinen Job und er ist und bleibt eine wichtige Figur für den FC St. Gallen. Gibt es einen Resultattipp oder enthalten Sie sich da? Nein, mache ich eigentlich nie. Es bringt nichts, oder? Weil ich tippe relativ schlecht und dann müsste ich jetzt Gantgeur eigentlich tippen, oder? Und das wollte ich nicht. Ich lasse jetzt mal auf mich zukommen, überzeugt, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist und dass etwas drin liegt.